was in diesem Video passiert. Zeno, was hast du gerade zu mir gesagt? Junge, hast du mich nicht verstanden, Alter? Ich breche den Kontakt mit dir ab. Wie? Yo Leute, was geht? Flakes hier. Ihr werdet es nicht glauben, nachdem ich das 1 vs 1 gestern gewonnen habe, hat sich Zeno bei mir gemeldet und will mit mir heute eine Runde zocken. Ich bin echt gespannt, was sie mir erzählen möchte. Ich hoffe, sie hat es endlich gecheckt und alles wird wieder wie früher. Leute, nicht vergessen, das Video zu liken und meinen Kanal zu abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bald habe ich wieder Bock, ein paar Leute zu streamsnipen. Hättet ihr da Bock drauf? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hallo, Zeno, bist du da? Ja, ich bin da. Okay, und warum so Depri-Stimmung? Was ist los? Nix, alles gut, hä? Wo willst du landen? Wie immer, die Liebesinsel. Hä? Wie zur Liebesinsel? Seit wann denn das? Das ist verboten, dort zu landen oder was? Ja, letztens wolltest du Weeping Woods landen. Jetzt auf einmal willst du wieder doch zur Liebesinsel? Richtig komisch. Aha, okay. Leute, ich zeig euch jetzt einen kleinen Trick. Ich werde jetzt die Stimmung ein bisschen auflockern. Sie ist irgendwie nicht gut drauf. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Schon wieder ihr Skin und so. Leute, passt auf. Zeno. Ja. Was gab's denn bei dir heute so zum Frühstück? Brot mit Avocado. Was du nicht kennst. Klar kenne ich Avocado. Habe ich heute auch gegessen. Du mit Brot Avocado? Du! Oh mein Gott, wie cringe! Doch, wirklich. Bisschen Pfeffer drauf, bisschen Salz und perfekt. Oh mein Gott! Okay. Aber irgendwas ist faul mit dir, dass du wieder bei der Liebesinsel landen willst. Ey! Ja, wirst schon sehen. Werde ich sehen? Hä? Du bist ja komisch drauf. Ich bin komisch drauf, aha. Ja, klar. Gibt's nicht mal Waffen, ey, ganz im Ernst. Klar gibt's hier Waffen. Das ist doch unser Main-Landespot hier. Was machst du denn da? Ja, nichts, Alter. Ich rette dich. Nein, brauchst mich zu retten. Doch, ich werde dich retten, Was hast du denn da getan? Ja, nichts. Hä? Zeno, was? Warum hast du dir alles kaputt gemacht? Was ist los mit dir? Ey, beruhig dich mal. Lass mich mal wo? Bau mich doch nicht zu! Mein Gott, ey, Walla, du nervst mich. Zeno, schau mein Leben an. Was hast du getan? Warum machst du alles kaputt? Lass mich doch, hä? Ist verboten oder was? Ey, Zeno, kannst du mal ganz kurz zu mir kommen, bitte? Nö, komm ich nicht. Okay. Warte, Zeno. Ich weiß, du hast eine schlechte Zeit und du brauchst doch jetzt nicht. Hier ist eine Waffe für dich, Zeno, hier oben. Komm. Hab schon, danke schön. Wie siehst du aus, Zeno? Was ist los mit dir? Gefällt's dir nicht? Guck mal, ich bin schwarz angezogen, pinke Haare, mein neuer Stil. Das passt nicht zu dir. Du bist doch eigentlich happy. Du bist süß. Du bist meine Zenosch und... Zenosch? Oh mein Gott, du bist echt cringe, ey. Guck dich mal an, du hast dich mal Skins. Geh dir mal Skins leisten, ganz im Ernst. Wie kannst du so rumlaufen? Schämst du dich einfach nicht? Zeno, ich dachte, du bist nur so, weil der Erpresser immer bei dir ist und dich... Der ist doch gerade gar nicht da. Du kannst jetzt wieder Zenosch sein. Es gibt kein Zenosch mehr, okay? Es gibt kein Zenosch mehr. Was hat das jetzt zu bedeuten? Wie kein Zenosch mehr? Ich habe irgendwie keinen Bock mehr auf dich. Was? Nee, ich habe wirklich keinen Bock mehr auf dich. Du bist so langweilig für mich, ne? Wie du... Guck mal, wie du aussiehst! Alter, Nein! Zenosch, du kannst mir ruhig sagen, was der Erpresser dir diesmal gesagt hat. Du brauchst nicht so sein, du kannst normal zu mir sein. Sei einfach du selbst, du brauchst nicht so sein. Der Erpresser ist gerade nicht da, der sieht es nicht. Ja, okay. Alles gut? Bist du jetzt wieder normal? Nein, bin ich nicht. Was soll er mir denn sagen sollen? Was? Ich habe das Gefühl, der Erpresser sagt dir, wie du dich verhalten sollst mir gegenüber. Der sagt dir, dass du No-Skins nicht mehr mögen sollst oder sonst was. Du liebst doch No-Skins. Ich habe mich einfach verändert. Ja, das ist ja schön und gut. Veränderungen tun ja manchmal den Menschen gut, aber du hast deinen kompletten Typ verändert. Du siehst
komplett anders aus. Du verhältst dich auch komplett anders. Was juckt dich das eigentlich? Ich darf mich ansehen, wie ich will. Was interessiert dich das? Hä? Zenosh. Ey, nenn mich nicht Zenosh. Nein! Nenn mich nicht so! Ja, okay. Wie soll ich dich denn dann nennen? Ja, was weiß ich? Nenn mich Zenob oder Zeno oder keine Ahnung, was weiß ich. Aber nicht Zenosh. Was ist das? Cringe. Ja, okay. Wenn das für dich cringe ist, dann lass ich das, weil du bist mir sehr, sehr wichtig, okay? Und was ich dich fragen wollte, das würde sich wahrscheinlich jeder fragen. Warte, ich loote ganz kurz hier diese Kiste und dann möchte ich... Okay, komm mal her. Ja, ich brauche lange, tut mir leid, lass mal einfach in die Zone. Eine Frage an dich, okay? Hörst du mir zu? Was? Sag einfach was. Hör mir zu, also, bitte. Ich höre dir nicht zu. Ich höre dir doch zu, jetzt sag doch einfach. Okay. Mein Gott, komm zum Punkt. Ich habe gestern das 1v1 gewonnen. Ja, und jetzt? Du hast doch gesagt, der gewinnt, den nimmst du. Aha. Warum bist du... Hä? Oh, dich nehme ich wohl nicht. Also, das, du doch nicht. Oh mein Gott, was soll ich denn mit dir machen? Junge, du bist einfach peinlich. Ich bin peinlich? Ich hab eh keinen Bock mehr auf dich, Alter. Aber aus welchem Grund hast du denn keinen Bock mehr auf dich? Ja, du bist cringe, du bist langweilig, dies, das. Du hast nicht mal Skins. Hey, Zeno, das kann nicht sein. Die waren Skins nie wichtig. Ja, das war früher. fahr mal ein bisschen schneller. Ich fahr doch schon schnell genug. Hier auf dem Sand kann man nicht so gut fahren. Ich kann dir auch... Warte, ich kann dir auch gleich Sachen zum Hirn geben. Keine Ahnung, fahr schnell. Ich hab kein Leben mehr. Brech mit dir den Kontakt ab. Warte mal. Junge, du bist eh los. Lief doch ein... Alter, bitte. Zeno, warte mal. Oh mein Gott. Lass kurz noch eine Runde spielen. Was hast du da gerade gesagt? Lass noch mal eine Runde spielen. Wir sehen uns gleich, okay? Okay. Zeno, was hast du gerade zu mir gesagt? Junge, hast du mich nicht verstanden, Alter? Ich breche den Kontakt mit dir ab. Wie? Ja, was wie? Wir haben keinen Kontakt mehr. Hä? Zeno, weißt du, was ich nicht verstehe? Was? Du hast mir letztes Mal deine Gefühle gestanden. War das alles fake? Waren das Fake-Gefühle? Warum fragst du mich das jetzt? Hä? Du sagst jetzt ganz ehrlich, warum ich das frage. Wie kann ein Mensch, warte mal, wie kann ein Mensch jemandem die Gefühle gestehen? Warte mal, wie viele Tage waren es? 2, 3 Tage später sagst du, du brichst den Kontakt ab? Dazu sage ich nichts, ne? Also. Wie, du sagst dazu nichts? Alter, rede doch. Hast du reden verlernt? Du bist 18 Jahre alt und hast es le... Hä? Weil ich darüber nicht reden will. Was checkst du nicht daran? Bist du lost? Oh mein Gott! Ich schwör, du nervst langsam. Ganz im Ernst. Nee! Hey, Zeno, ich bin einfach nur ehrlich zu dir. Warum sagst du jetzt, ich nerve? Ja, weil du mich halt nervst. Du hast dich auch verändert, muss ich sagen. Was? Ja? Wie denn? Wie habe ich mich verändert? Ja, was weiß ich? Du bist irgendwie richtig komisch, kalt, keine Ahnung, so richtig frech geworden, ey. Ganz im Ernst. Ich bin frech geworden. Du wechselst hier deinen Skin, lachst die ganze Zeit. Ja, darfst du doch. Ey. Kannst nicht mehr reden, oder was, ey? Ey, oh, ich habe das Gefühl, du bist nicht so. Irgendwas ist so richtig komisch. Ich erkenne dich nicht mehr wieder. Ja, musst du nicht, Junge. Musst du nicht. Dann bin ich halt so. Dann habe ich mich halt verändert. Was juckt dich das? Ey, weißt du was? Ich werde um dich kämpfen. Ich werde um dich kämpfen. Du heilige Scheiße. Ein Nose gewinnt um mich kämpfen. Oh, wie cringe. Es juckt mich null, was du machst. Es juckt mich null. Null. Mach, was du willst. Was ist los mit dir? Was? Ich muss es... Es kann nicht sein. Guck mal. Denk mal logisch nach. Wenn man jemanden liebt, kann man das nicht... Ja? Abschalten. Wie kannst du nach einem Tag deine Gefühle abschalten? Das geht doch gar nicht. Dazu sage ich nichts. Hä? What the fuck? Okay, ich akzeptiere es, aber ich werde trotzdem nicht aufgeben. Glaub mir das. Ich werde nicht aufgeben. Junge, irgendwann wirst du eher aufgeben. Erzähl mir hier keine Geschichten oder so. Egal, wie sehr du mich mobben wirst, egal, wie sehr du lachen wirst, es interessiert mich alles nicht, weil ich weiß, wie du wirklich bist. Du bist nicht so. Wer hat dir
diesen komischen Skin geschenkt. Das ist ja komisch, sieht voll geil aus. Kannst du mir einmal eine klare Antwort geben? Wer hat dir? Er hat dir diesen Skin geschenkt. Ja, bist du lost? Und warum? Weil ich das wollte? Aber ich hab dir doch schon mega viel geschenkt. Ja, und jetzt? Und warum? Dankeschön. Warum nimmst du dann nicht meine Skins? Weil die zu langweilig sind und cringe sind. Leute, irgendwas stimmt da nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Was ist mit dir los? Sie hatte Gefühle, jetzt auf einmal nicht mehr. Jetzt hasst sie mich. Irgendwas stimmt da nicht, Leute. Bist du noch da, Junge? Bin noch da, aber du musst es verstehen. Ich bin nachdenklich geworden. Ich habe keine Ahnung. Ja, klar merkt man das. Versetz dich mal in meine Lage. Nö, mach ich aber nicht. Muss ich auch nicht. Werde ich auch nicht. Steht es eigentlich noch mit unserem Treffen? Willst du dich noch mit mir treffen? Junge, komm nicht so nice. Ey, du ekelst mich so an, ey. Ja, okay, kannst du mir jetzt diese Frage beantworten? Steht das Treffen noch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Bist du dir noch unsicher? Kann ich dann zu dir kommen? Ich komme morgen zu dir. Was willst du bei mir machen? Ich will dich endlich mal sehen. Ich will wissen, was los mit dir ist. Aha, du willst mich sehen? Wir haben uns noch nie gesehen. Ich dachte, wir verstehen uns so gut. Wir treffen uns irgendwann mal. Keine Ahnung. Du wohnst zwar richtig weit weg, aber vielleicht treffen wir uns irgendwann mal. Keine Ahnung. Ich bekomme langsam Kopfschmerzen von dir. Merkst du das nicht? Es wird wie früher, wo wir Spaß haben, lachen zusammen. Du sagtest, du willst den Kontakt mit mir abbrechen. Das heißt, du blockierst mich überall, zocken wir nie wieder. Ja, anscheinend nicht, ne? Du hast mir doch gesagt, ich werde um dich kämpfen, gell? Ja. Ja, dann beweis es mir einfach. Dann kämpfen wir mich. Also, gibt es doch irgendwie noch eine Chance. Ey, ich sage was anderes, da kommt etwas... Oh, ich mach doch einfach, was ich gesagt habe, okay? Und red nicht so viel. Ja, okay. Alles das gut. Das wirst du nicht mehr schaffen. Das wirst du nicht mehr schaffen, ich höre. Was werde ich nicht mehr schaffen? Ja, keine Ahnung, ey. Nach 3 Tagen, René juckt mich nicht mehr. Scheiß auf sie. Zeno, komm mal hier rein. Oh mein Gott. Wo bist du? Hier drin, komm. Ja, was? Willst du jetzt wirklich den Kontakt mit mir abbrechen? Junge, rede nicht so viel, ja. Ja, okay. Was soll ich machen? Können wir gleich zocken? Oder musst du offline? Können wir morgen zocken? Bist du lost? Ich sage, ich spreche mit dir den Kontakt. Dann kommst du zu mir an und sagst, ja, können wir noch zocken? Bist du lost? Ja, keine Ahnung. Nee. Nein, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ganz im Ernst. Mach einfach, was ich dir gesagt habe, okay? Fertig, Punkt aus. Das war's von mir. Ciao. Leute. Warte mal, Zeno. Hä? Nein. Leute, was hat sie damit gemeint? Was soll ich machen?